Ja, Freunde, ich habe mir nach dem letzten Video überlegt, ob ich mal eine Mission mache im Mafia in der Definitive Edition. Es gibt ja kein Let's Play davon bei mir, ne? Und ja, das habe ich jetzt. Moment, ich muss erstmal die Optionen zurück. Nehmt es mir nicht übel, weil es kommt mir etwas leise vor. Audio. Weil ihr wollt ja ein bisschen was mitbekommen, was hier auch so erzählt wird im Spiel. Kapitelauswahl. Und erzählen wir einmal zusammen. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Kapitel. Ja, das sind schon ganz schön viele Kapitel, muss ich sagen. Und dass man die wiederholen kann, das finde ich auch gut. Und deswegen würde ich meinen, ich fange mal mit diesem an. Mit dem ersten Kapitel, ja. 2K präsentiert. Und schon gesagt, ich habe ja ein Video gemacht von Nord nach Süd, von Ost nach West. Da gibt es ein schönes Video und da fahre ich halt einfach rum und ja. Basierend auf das originale Spiel und Illustration und alles. So, ich schweige kurz. Also ich wollte ja schweigen, aber schon allein der Anfang ist Wahnsinn. Ne? Wirklich Wahnsinn. Diese Einleitung mit der Schrift und allem. Es ist echt verrückt, was hier so dargestellt und gemacht wurde, was da so schön geremaked wurde. Gemastert wurde. Nein, Remake. Oh Mann, ey. Werde ich es jemals lernen. Das sieht schon fantastisch aus. Fantastisch. Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. Sind Sie allein? Tja, hier kommen keine anständigen Leute rein, außer dem Gesundheitsamt. Was darf sein? Nur ein Kaffee, danke. Schlückchen gefällig? Nein, danke. Wie Sie möchten.
Also, Sie meinten am Telefon, Sie hätten einen Vorschlag für mich? Ganz genau. Falls es um irgendwelche Geschäfte geht, bin ich der falsche Cop. Ich brauche keine Partner. Gut. Bin eh pleite. Kann nicht mal den Kaffee zahlen. Aber ich hätte was im Angebot. Schießen Sie los. Wie lange sind Sie schon hier? 3 Jahre. Hab mich in Empire Bay durchgebissen. Und Sie kriegen den Morello-Fall. Einfach so. Sagt zumindest die Zeitung, oder? Was geht Sie das an? Harte Nummer. Die Ermittlungen stocken wohl ziemlich. Ah, und Sie können sie zum Laufen bringen? Ja, könnte ich vielleicht. Und was muss ich dafür tun? Wollen Sie Geld? Oder Immunität? Nichts davon. Ich muss Leute beschützen. Ah, die Familie ist immer der Schwachpunkt, oder? Also um wen geht es? Kranke Mutter, Frau oder ein Wurf Kinder? Frau und Tochter. Ja, und niemand, der auf sie aufpasst, schätze ich mal. Sonst wäre ich nicht hier. So ein Jammer aber auch. Mein Papa hat immer gesagt, man braucht Freunde, um in dieser Welt zu überleben. Tja, nun, in meiner Welt ist es andersrum. Keine Überraschung. Ich kann Ihnen und Ihrer Familie nichts versprechen. Nicht bis ich weiß, was Sie haben. Also, reden Sie? Oder schlagen Sie bloß Zeit tot, bis die Sie holen kommen? Glauben Sie, ich bin auf der Flucht? Ich sehe es doch, Tommy. Ja, schauen Sie sich doch mal an. Sie sind fertig. Seit Tagen nicht geschlafen. Und dann diese Nackenschmerzen, weil Sie sich dauernd umsehen müssen. Tja, wie ich das so sehe, ist Ihnen wohl jemand sehr Einflussreiches auf den Fersen und der lässt nicht locker, bis Sie im Fluss enden. Wir wissen beide, dass Sie es ohne mich keine 5 Schritte hier rausschaffen. Aber wenn Sie mir Ihre Geschichte erzählen, leben Sie vielleicht lang genug, um Ihr kleines Mädchen irgendwann mal zum Altar zu führen. So oder so, Ihr Kaffee geht dann wohl auf mich. Mann, wie konnte alles nur so schief gehen? Tja, das merkt man leider immer erst, wenn es zu spät ist. Aber Ihnen ist die Kanone auch nicht in die Wiege gelegt worden. Nein. Ich war Taxifahrer in den 30ern. Oh, ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ja, jetzt kommen wir zur Geschichte. Ja, das kenne ich auch noch vom ersten, also wie ist das Originale? Bin meistens nachts gefahren, gab mir Geld. Am Ende so einer Schicht habe ich dann Paulie und Sam getroffen. Und jetzt geht's gleich los. Du Bastard! Pass auf! Steh auf, Pauli! Da ist dein Taxi! Wir schaffen es! Los! Komm schon! Wohin? Irgendwohin! Schnell! Und ab geht's! Ziel mit einer Knarre auf dich! Wenn sie uns kriegen, sind wir tot! Du genau wie ich! Ich will keinen Ärger! Du kriegst aber Ärger! Fahr! Wie wussten sie, dass wir hier sein würden? Ist doch jetzt egal, wir müssen sie abschütteln! Ja, wie viele Autos folgen uns? Nur eins, aber es dürften mehr werden. Festhalten! Ich probier was aus! Ah, cool, Sequenz. Gab sie damals auch schon. Diese Kerle? Stell keine dummen Fragen. Wir müssen über den Fluss. Nimm die Giuliani-Brücke. Okay. Giuliani-Brücke. Geht's deinem Bein da gut? Tut verflucht weh. Wenn wir zurück sind, wecke ich den Doktor. Weiß nicht, muss wohl nicht sein. Ich rufe ihn trotzdem an. Hey, du Lauschfahrer, du hast hier nichts mitzuhören. Ich bringe euch nur dahin, wo ihr hin wollt, sonst nichts. Dann macht das.
Ich lausche nicht, ich konzentriere mich nur. Hast du etwa einen Todeswunsch? Nein, habe ich nicht. Es sind nur Zivilisten, die mich nerven und vor mir. Okay, wir sind am Fluss. Wo bringe ich euch hin, wenn wir über die Brücke sind? Die Fragen nerven mich langsam. Ich kann echt nicht schneller fahren. Die Autos sind ja damals auch nicht so schnell gefahren. Ja. Wer von Ihnen? Oh, doch. Ich kenne ein paar Abkürzungen, die kriegen uns nicht. Mir egal, wie du es machst. Boost. Schüttel sie nur ab. Das war die Abkürzung. Hab sie doch abgeschüttelt. Nicht alle. Die Typen mögen euch wirklich nicht, oder? Oh nein. Zwischen Geschäftspartnern. Nein, ich dachte jetzt, ich wäre... Schnauze, Pauli. Je mehr er weiß, desto eher erlebt er den nächsten Sonnenaufgang nicht. Hab nichts gehört, Jungs. Das war dumm jetzt. Das war sehr, sehr dumm. Sehr, 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 sehr dumm, wie ich jetzt gefahren bin. Also. Die Typen sind echt wütend. Ob ich sterbe, wenn ich. Ob ich jetzt nicht sterbe, wenn ich. Nein, keine Ahnung. Ich probiere es lieber nicht aus. Straße aufreißen, werden nicht glücklich darüber sein. Drei weniger. Wie viele Karren waren bei der Übergabe? Vier, vielleicht fünf. Er hat bestimmt mehr gerufen. Fühlt sich so an. Nächstes Mal bringen wir mehr Männer. Hätten's ahnen müssen. Wenn der Boss davon erfährt, wird's richtig ungemütlich. Nein. Leuchtet das Licht vom Taxi noch, oder was? Die haben Verstärkung gerufen. Oh nein. Immer mehr. Außerhalb unseres Reviers machen wir es nicht lange. Wir müssen zurück in unser Viertel. Oh, oh, oh. Also ich finde... Ah, jetzt sind auch die Markierungen weg. Also die Markierungen, wo ich... Zur West Harbor Brücke, schnell! Schnell geht nicht schneller. Ich muss ausweichen, aber ich bremse schon nicht. Ich muss aber trotzdem ausweichen. Jede Karre. Die Brücke ist um, oder? Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Leute. Habt ihr das gehört? Was zum Teufel machen wir? Anschnallen und beten. Das war eine Premiere. Heilige Scheiße. Okay. Ab nach Little Italy. Hast noch keinen Feierabend. Das habe ich nicht erwartet. Hat er uns verpfiffen? Du bist jetzt erstmal still und wir besprechen das dann in der Bar. Ja, das haben wir doch gut geschafft, oder? Oh, ich weiß, also so hakelig wie im ersten, also wie in dem Spiel, wie es damals war, ja. Das ist ja... Das Remake ist es nicht. Okay, wir sind fast da. Okay. Ich
mag die Zwischensequenzen. Alte vor der Bar da. Salieris Laden? Ja, genau der. Warte hier. Auf was? Willst du jetzt eine Aufmerksamkeit vom Don oder nicht? Ah. Entschädigung für deine Mühen und Schäden am Auto. Damit sind wir quitt. Ist sicher mehr als genug. Gut. Don Salieri will, dass du weißt, dass er sehr dankbar ist. Solltest du mal was brauchen, ein Darlehen oder ehrliche Arbeit, frag einfach. Er vergisst seine Freunde nicht. Ja, okay, danke. Eins noch. Die Sache bleibt unter uns. Falls wer fragt, wo das Geld herkommt, beim Pokern gewonnen. Die Kratzer am Auto? Du bist einer netten alten Dame ausgewichen, kapiert? Na klar. Wir sehen uns, Junge. Als ich den Umschlag sah, setzte mein Herz kurz aus. Genug für die Reparatur? Fast genug für ein neues Taxi. Mir fielen Sams Worte über die Arbeit ein. Kein Interesse. Sicher, es war viel Geld, aber ich wollte nichts mit Gangstern zu tun haben. Lieber arm und am Leben, als reich und tot. Also für mich war's klar. Ich blieb draußen. Ja, noch. Kapitel abgeschlossen. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Ich habe es ja gesagt, ich mache erstmal das erste Kapitel. Und weil ich hatte gerade Lust, weil ich habe das Spiel wieder auf die Xbox draufgeschmissen und jetzt habe ich das erste gemacht und was ich hier gut fand, und da muss ich ehrlich sagen, das sind die Zwischensequenzen, wo man diese Hotspots hat, wo man entweder so durch die Baustelle fährt und alles und so, das finde ich schon super gemacht. Hat mir sehr gefallen und ja, wenn ihr wollt, dass ich es weitermache, dass ich vielleicht im nächsten Kapitel noch, dass ihr Kapitel für Kapitel seht, dann mache ich das natürlich gern. Aber das hängt von den Aufrufzahlen ab und von meinen Abonnenten. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, ich sag's euch nochmal, es kostet euch nichts. Einfach auf den Abo-Button klicken, einfach drauf, auf Abonnieren drauf drücken. Ich will kein Geld dafür. Es ist mein Hobby und ich würde mich sehr freuen, wenn das mir dann zeigt, ja, du hast richtig gemacht. Und das freut mich ja auch. Und damit möchte ich mich auch mal verabschieden jetzt und wünsche euch noch, was ihr euch selbst wünscht. Ich bin weg. Tschüss.